Eine Prophezeiung besagt, dass eine junge Stute kommt und dir den Kristall wieder abnehmen wird, Morgan. Was? Eine Stute soll mir den Kristall wieder abnehmen? Dass ich nicht lache. Wenn ich den Kristall habe, bekommt ihn niemand mehr. Das sehe ich aber anders. Die Stute wird ihn dir wieder abnehmen. Glaub einfach dran. Ich glaube nicht an solche Kindermärchen. Geschichten für Fohlen sind das. Morpheus! Morpheus! Hä? Wow! Wer bist du? Hä? Wer bist du? Keine Sorge, Mondschein. Ich bin Eisfrost. Ich bin Eisfrost und das Oberhaupt aller Götter. Du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Ich will dir nichts Böses. Was wollt ihr von mir, Eisfrost? Nichts Böses. Ich will dich nur über deine Bestimmung unterrichten. Das hat Morpheus schon getan. Hat er das? Nun, so hat er es aber nicht zu Ende gebracht. Aber jetzt bin ich ja da. Du musst einen Drachen besiegen. Sein Name ist Morgan. Ja, das weiß ich. Morpheus hat mir von dem Drachen erzählt. Hat er das? So, dann weißt du doch sicherlich auch, was du tun musst. Ja, natürlich weiß ich das. Sire, ich muss
Morgan diesen Kristall da abluchsen, den er angeblich den Göttern gestohlen hat. Du weißt schon eine ganze Menge, junge Stute. Ja, aber euch zu treffen, das ist ein besonderes Erlebnis. Was führt euch zu mir? Allein der Grund deiner Bestimmung. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Ich muss los. Wir Götter verlassen uns auf dich, Moonshine. Wartet, aber wie kann ich das schaffen? Wartet, Eisfrost. Finde neue Freunde und lass sie nie im Stich. Viel Glück, Moonshine. Du wirst es brauchen. Du wirst es brauchen. Nein, nein. Nein, bitte. Eisfrost, was soll ich tun? Was soll ich tun? Sturmfeuer. Mann, Moonshine. Schrei doch nicht so rum. Du hast mich total erschreckt. Oh, verzeih. Es lag an dem Traum. Ich hatte so einen durchgeknallten Traum. Gut, dass du da bist. Du würdest mir den eh nicht glauben. Selbst wenn ich schwören würde, dass er wahr ist. Fahr erst mal runter und erzähl mir dann, was es für ein Traum war. Na gut, wie du willst. Also, zuerst begegnete ich meinem Vater, Morpheus. Was? Dein Vater ist Morpheus? Der Gott des Traumes? Willst du mich auf den Huf nehmen? Nein, nein, um Gottes Willen. Nein, es ist die Wahrheit. Okay, und was geschah dann? Tja, dann, du wirst es kaum glauben, aber dann stand das Oberhaupt der Götter vor mir. Eisfrost persönlich. Das war total crazy. Ich dachte, ich bin im falschen Film. Wow, Moment mal. Was sagst du da? Eisfrost persönlich war bei dir? Ja. Du kennst ihn? Natürlich kenne ich ihn. Jedes Fohlen unserer Herde kennt ihn. Hey, was ist los? Nichts. Und was ist dann passiert? Naja, er hat mir gesagt, nochmal. Warte, wie nochmal? Du wusstest diesen Kram schon? Ja, aber jetzt lass mich doch mal ausreden. Sorry. Naja, er sagte, dass ich Freunde finden würde und Mut bräuchte. Naja, für eine Sache, die nur mich etwas angeht. Eigentlich. Und da wollte ich dich fragen, weil ich das alleine nicht hinkriege. Würdest du mich begleiten als Freund? Ha? Würdest du mich da begleiten? Natürlich würde ich dich da begleiten. Oh, danke. Oh, danke sehr. Danke dir. Oh, vielen Dank. Kein Problem, Moonshine. Wir können gleich aufbrechen. Ich verabschiede mich nur noch schnell von den anderen. Leute, ich mache eine Reise, die etwas länger dauern wird. Das heißt, ich bin ein wenig weg. Was? Du machst eine Reise? Aber wieso? Warum wissen wir davon nichts? Ha? Wieso wissen wir davon nichts, Moonshine? Verrat es uns doch. Wir sind deine Freunde. Schon vergessen? Wahrscheinlich hat sie zu viel Angst davor, uns die Wahrheit zu sagen. Hat sie nicht? Genau, habe ich nicht. Naja, die Sache ist die, Federmähne. Ich werde für eine ganze Weile weg sein. Warum denn? Wo musst du denn diese Reise hin machen? Wo musst du denn hin? Tja, das weiß ich selbst nicht. Wie, das weißt du selbst nicht? Jeder, der eine Reise macht, müsste doch wissen, wohin sie geht.
Ja, eigentlich schon, aber ich weiß es nicht. Ich muss es selbst rauskriegen. Leb wohl, Federmähne. Du warst ein guter Freund. Und der zickigste, aber beste Schüler, den ich je ausbilden durfte. Leb wohl, Mondschein. Leb wohl, Jungchen. Du wirst mir fehlen. Hey du, Feuerfunke. Was sollte dieser doofe Spruch eben, ha? Das war doch nur ein freundschaftlicher, gemeinter Spaß. Darf man das inzwischen nicht mehr? Doch. Doch, du darfst das. Ich wollte mich eigentlich nur von dir verabschieden, wegen meiner Reise. Die dauert ein bisschen lang und... Naja, ich werde... Naja, wie soll ich es ausdrücken? Ich werde eine Weile weg sein. Juhu, ich meine, viel Glück. Danke. Dankeschön, Kumpel. Hey, hey, Sunflower, Sunflower. Hallo. Schön, dich zu sehen, Mondschein. Wohin gehst du? Auf eine Reise, die ein bisschen lange dauern wird. Und das heißt, wir werden uns da nicht so häufig sehen. Selten bis gar nicht. Ich wollte mich von dir verabschieden. Übrigens, Sturmfeuer kommt mit mir. Ich habe ihn schon danach gefragt. Also braucht ihr euch nicht wundern, wenn auch noch ein Hengst in der Herde fehlt. Ja, aber was ist denn das für eine Reise? Hm? Verrat es mir doch. Vielleicht kann ich dir helfen und Tipps geben. Komm schon, Mann. Das wäre mega cool. Naja, ich wünschte, ich könnte es. Aber es geht nun mal nicht. Schade, schade. Naja, ich werde schon mal Donnerstern Bescheid sagen, dass du eine Weile weg bist. Falls du mich suchst, ich bin bei Donnerstern. Ja, danke, aber wieso machst du denn das? Hm? Na, ich bin doch deine Freundin. Und Freundinnen tun füreinander etwas. Ja, du bist meine Freundin, aber ich habe schon noch den Mut, es Donnerstern selbst zu sagen. Hörst du? Ich habe schon noch den Mut, es ihm selbst zu sagen. Ich bin kein Fohlen mehr. Hörst du? Ich kann es ihm selbst sagen. Hm? Nanu? Donnerstern! Donnerstern! Mondschein und ich, wir wollten dir etwas erzählen. Ja! Wir wollten dir etwas erzählen. Und zwar, Donnerstern, die Sache ist die. Mondschein und Sturmfeuer werden für eine Weile weg sein. Ja, sie hat recht. Wir werden für eine Weile weg sein. Ach ja, und wo? Wo werdet ihr denn sein? Tja, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass wir eine Weile weg sein werden. Ja, das ist die Wahrheit. Ich habe sie auch gefragt, wo sie hingehen. Sie weiß es nicht. Okay. Gut, meinetwegen ist diese Reise genehmigt. Gut. Ich sag den anderen Bescheid. Also Bescheid, dass ihr eine Weile weg seid. Ist das okay für dich, Mondschein? Mondschein? Muni! Ist das okay für dich? Was? Ja, klar. Klar ist es für mich okay, aber bitte nenn mich nicht Muni, okay? Sorry. Mein Fehler. Hä? Bitte, tu mir einen Gefallen. Nenn mich nicht Muni. Okay, okay, ist doch schon gut. Chill doch mal. Ich weiß, du bist vor deiner Reise aufgeregt. Wäre ich auch. Bin ich ganz ehrlich. Ehrlich? Ja, klar. Und jetzt? Such schon Feuer, Sturmfeuer und... Na los, ab mit euch, ihr zwei. Ja, los.
Ihr habt meine Erlaubnis, diese Reise anzutreten. Hey, Federmähne, Federmähne! Hey, Sunflower! Was machst du denn hier? Ich muss dir was mitteilen. Moonshine und Sturmfeuer... Ich weiß, sie sind für eine Weile weg. Moonshine ist persönlich zu mir gekommen, um sich von mir zu verabschieden. Zu verabschieden? Natürlich. Sie sind für eine Weile weg, verstehst du? Vielleicht für Monate, Jahre. Es weiß keiner, ob sie jemals wiederkommen. Oh nein. Oh. Schon sehe ich sie nie wieder. Und Sturmfeuer auch nicht. Hey, beruhig dich. Sie kommen bestimmt bald wieder. Bald ist gut. Du hast doch eben gesagt, in Jahren, Monaten. Wie können sie dann bald wiederkommen? Glaub einfach daran, dass sie wiederkommen. Dann werden sie wiederkommen. Danke für deine Hilfe, Federmähne. Ich danke dir. Moonshine, Moonshine. Sieh an, da bist du ja endlich. Hat Donnerstern dich erst jetzt aus dem Lager gelassen, oder was? Haha, echt witzig. Nein, er hat es uns erlaubt und ich musste mich vielleicht noch von unseren Freunden verabschieden. Also, du weißt schon, Sunflower, Feuerfunke, Federmähne so die Ecke. Ja klar weiß ich das. Sag mal, hast du Nachtschatten gesehen? Er ist nicht da. Ich wollte mich von ihm verabschieden, aber... keiner wusste, wo er ist. Das ist ja merkwürdig. Und Barry fehlt nach wie vor. Hast du einen Schimmer, wo die sein kann? Ha. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, die ist abgehauen. Barry und abgehauen? Ach komm, hör auf. Die würde doch nie abhauen. Jetzt mal ernsthaft. Naja, wer weiß. Vielleicht ist sie eingeschnappt, weil ich Kriegerin geworden bin. Und sie ein Jahr nach mir. Und das soll ein Grund sein, abzuhauen? Ach Quatsch, überleg doch mal. Nein, sie ist schon nicht abgehauen. Sicher? Könnte doch sein. Jetzt reicht's mir aber, verdammt, Moonshine. Entschuldige, ich wollte nicht so ausrasten, aber du musst dich jetzt langsam mal einkriegen. Sorry. Wir können jetzt übrigens los. Okay, dann ab geht's.